Willkommen zurück zur neuen Folge von Super Mario Sunshine. Ich stehe hier oben, wo normalerweise, das ist normalerweise drunter, ist die Shine Sprite. Denn da oben geht es hinein in die letzte Welt. Piazza della Palma. Kettenhündchens Kettenreaktion. Das klingt schon mal nach Chaos. Auch nach Vollchaos. Ja, die Map sieht doch recht nett aus. Und da sieht man auch gleich ein M. Und das sind auch die Ketten. Und, denen scheint es ja nicht so gut zu gehen. Hallo, Kollege. Hallo, du da. Kannst du die Haustiere dieser Dame sind auf Wüstungstour? Nein, die... Nicht die Bienen. Sie verhalten sich normal. Was? Aber Kettenhündchen, warum brennst du denn... Kollege, ich helfe dir. Und flieg. Hallo? Ach schön, der brennt gleich wieder. Ja, wir sollten sie vermutlich abkühlen. Wo gibt's denn Wasser? Hier wäre eine Option. Ja, ich bin auf, dass ich jetzt gleich Damage... Nein! Lol. Okay, man kann also keinen Damage nehmen, während man da drin ist. Wo ist der Kettenhund? Ist der jetzt im Wasser? Also geht's ihm gut, oder? Lol! Ist das derselbe nochmal, oder? Ich habe ja keine Ahnung. Mal geht's ihm auch nicht sonderlich gut. Bleib doch mal stehen. Ich muss dich ausrichten, um dich ideal abschießen zu können. Gib ihm. Das hat nicht gereicht. Schnell, bevor er wieder brennt, schnell, bevor er wieder brennt, bevor er wieder brennt. Kollege, chill. Chill. Nein, 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 nicht ausrasten. Kollege, beruhig dich. It's time to relax. So. Jetzt geht's dir aber besser, oder? Ich kümmere mich dabei um den nächsten Verrückten. So. Ich lösche mal, aber ich brauche wieder etwas Wasser. So. Ist das hier Wasser? Ja. Nein, ist es nicht! Gibt es denn irgendwo ein großes Wasserbecken? Ist das das einzige? Wieso brennt diese Palme? Hi, Kettenhundi. I'm just gonna use your sea. Ja, reit doch nicht alles so hysterisch. Einen haben wir schon. Und da hinten ist irgendwo der zweite Kollege. Kollege? Hallo. Wo du bist. Ah, da vorne ist noch einer. Der Steh kommt mir sogar ganz gelegen von der Position her. Dann kann ich nämlich auch gleich hier in dieses Fack. Steh auf, Mario. Dann kann ich nämlich auch gleich in dieses Becken hier schleudern. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder Schaden nehmen, oder das muss mir jetzt einfach mal egal sein. Oh, hi. Kollege, das ist aber praktisch.
Drehen, drehen. Komm, 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 wir schaffen das. Gleich nochmal. So. Du sollst immer nett zu deinen Haustieren sein. Ja, ich hab sie gerade versenkt. Ist das nicht nett? Oh, das war schon der dritte. Denke ich mir, dass wir vorhin schon einen erwischt haben. Und soweit ich gesehen habe, auf der Vorschau waren es drei. Ja. Wo ist die Chance, Bright? Egal. Hier ist auf jeden Fall noch ein M, um das ich mich auch gern kümmern würde. Ein paar goldene Münzen kann man ja mitnehmen. Ich speichere jetzt mal nicht, das dauert nur, wir speichern doch sowieso gleich. Ach, da oben ist die Shine Sprite, oder? Ne, da oben brennt sie. Doch, das ist sie. Wo ist sie denn? Ernsthaft, wo ist sie? Hallo, Shine Sprite? Bin ich blind? Wo ist sie denn? Kollege, du schaust ziemlich einsam aus. Und ich finde meine Chance bereit nicht. Die sollte aber irgendwo gespawnt sein. Habe ich ihn da jetzt einfach eingebaut lassen, ohne ihn zu helfen. Jetzt geh doch da rauf, Mario. Manchmal funktioniert der Sprung nicht. Ist du dämlich? So. Wo ist die denn? Ach, da vorne. Ich bin dran vorbeigesprungen. Da, jetzt aber. Noch ein bisschen blamiert gegen Ende, aber... Sonst scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, jetzt darfst du speichern. So, bitte bekomme jetzt oben raus und nicht unten. Warum will das Spiel meinen Fokus immer noch auf diesem Platz hier legen? Wir sind fertig. Ich habe fertig. Wir haben hier alle 5 Shine Sprites gefunden, soweit ich weiß. Alle 8. Die aber noch nicht. Hier geht's weiter mit Palmadons Klettertour. Palmadon schon wieder. Ach, da bist du ja, Kollege. Wo willst du denn hin? Hi, ich bin Paladin. Hör zu, siehst du die Fahne da drüben? Ja, aber wie komme ich dort hin? Oh, okay, ja. Und wir erinnern uns hin. Blablabla, wir müssen uns auf Bette los. Das hat nicht so gut geklappt. Was machst du? Was? Mario, wie dämlich kann man hüpfen? Sorry, aber... Das wird verloren gehen. Ja, das war eindeutig zu langsam. Du bist noch ein Amateur, wie eine fette Schnecke. Komm schon, streng dich an. Ja... Man verliert hier ein Leben. Ja, ich habe mich auch dumm angestellt. Das war definitiv so. Aber ist nicht so schlecht, wie das Spiel hier tut. Also das war jetzt schon ein bisschen gemein. Aber ich weiß noch immer nicht, ob es vielleicht einen besseren Weg gibt. Doch, hier gerade nach oben, vielleicht links rundherum, das könnte auch noch eine gute... Ich glaube, das ist fast besser. Und dann den Baum einfach rauf mit dem... Mach mal wieder da richtig schnell und manchmal tut sich einfach nichts.
Ja, schön. Ja, sehe ich. Aber links und rumgehen ist auch dumm, oder? Nee, links passt. Links komme ich, glaube ich, genau hin. Ich gehe jetzt da links durch das Tor durch. Lauf! So, nach oben, nach oben. Nicht vom Palmerton noch überholt werden. Und so einfach ist das. Mann, arg, das war nicht übel, du bist schnell. Ich gebe zu, dass ich das unterstützt habe, möglich. Ich versuche es erneut, wenn ich mehr geübt habe. Ja, ja, wird auch nichts werden. Kann ich unten durchlaufen? Ich würde gerne noch zur blauen Münze vorhin. Aber ja, kann ich. So. Damit erhöhen wir auf 70 blaue Münzen. Ganz breit. Meins, meins, meins. Bravissimo. Da freut sich aber jemand. Ja, okay, jetzt haben wir einmal verkackt, aber soll nichts Schlimmeres passieren. Einmal verkacken ist ja überhaupt kein Problem. Behaupte ich jetzt mal. So. Zurück ins Röhre. Weiter mit Rette den Bürgermeister. Ach du Scheiße. Ach, die Mission ist das. Ja, und hier sollen wir hin. Und hier liegt auch der Dreck weg. Es gibt hier einen regulären Weg und man kann das Ganze sehr, sehr leicht, ich sag mal, umgehen. Danke. Okay, wir müssen hier irgendwie in den Untergrund kommen. Es gibt auch einen Weg, mit dem man hier einfach drüber springen kann, aber ich mach's jetzt mal so, wie es gehört. Hier wäre einer dieser Zugänge. Aber welches nehmen wir? Es gibt so viele Zugänge. Und ich glaube, nur einer führt ans Ziel. Das ist das erste, das wird nicht stimmen. So. Wir können da reingehen, das ist ja so an sich kein Problem. Ja, ich gehe jetzt mal da rein. Ich glaube, bilde mir ein, dass das der richtige war. So. Und jetzt wird es etwas tricky. Ich behaupte nämlich, dass man doch mit einem Hit tot ist. Weshalb ich jetzt hier zwischenspeichern werde. Und soweit ich weiß, sind einige dieser Tiere gar nicht nett. Oh, die Dinger sind auch ziemlich fies. Die gehen nämlich, soweit ich weiß, wieder kaputt. So, jetzt bin ich auf der Oberseite. War das so gewollt? Ich glaube nicht. Oh oh. Aber ich kann dafür euch kaputt machen. Oder? Ja, kann ich. Halt doch runter! Das Geräusch ist super. So. Ich soll da jetzt irgendwie runterspringen, glaube ich. Das war nicht so klug. Und ich kam in ein Safe State. Ich glaube, dass mein Fehler schon viel früher war. Gut, die Viecher sind eigentlich eh nur Dekoration. Hier kommt man easy an allen vorbei. Ich glaube, ja, wir dürfen nämlich nicht nach oben klettern danach.
Ich weiß jetzt auch nicht, warum das passiert ist. Ach, man muss springen, weil die Dinger, die fallen ja dann runter. Die Viecher sind auch gar nicht mal so nett, aber wir sind vorbeigekommen. So. Jetzt auf Höhe der Münzen loslassen. Und jetzt speichern. Ach, jetzt müssen wir hier so runter. Wieso bist du denn gleich so geboostet? Das ist so Sprung-Turbo-Pilze scheinbar. Das ist ein Bonapilz. Boing, boing, boing. Muss ich da wieder nach oben? Ja, muss ich. Offensichtlich. Gehe ich hier eigentlich richtig? Kann man sich hier eigentlich verlaufen, oder? Nein, was? Wieso hat das jetzt wieder nach unten festgehalten? Bist du dumm? Ich glaube schon, ganz ehrlich. Ja, irgendwie hat dieses Teil eine Trampolinwirkung. Aber wo müssen... Ich glaube, da müssen wir rauf. Da ist nämlich auch dieses M. Kann das sein, dass das richtig ist? Ich habe keine Ahnung. So. Wir machen immer diese ganzen Sprünge da nervös. Was war denn das schon wieder? Ich finde es ja so toll, dass das einen... Was mache ich denn jetzt? So, jetzt. So, jetzt Konzentration, David. Ich weiß, ich schieße mich hier mit selbst jetzt durch, aber ich habe euch gesagt, dass ich auf manche Sachen hier einfach absolut keinen Bock habe. Zum Beispiel... Ja, ich muss nämlich hier wieder nach oben. So, dann speichern wir jetzt hier. Erneut. Was? Sind das so dumm? So Sachen, die keiner versteht. Ja, okay. Wenn der Fehler da vorhin, der war ja wieder dumm per Excellence. Ja, der runterklettern tut er nämlich alleine. Na eh klar. So. Warten. Schnell weg, schnell weg. Ist das hier der richtige Weg? Ich glaube. Oder? Nee, wir sind falsch. Wir müssen da noch. Oder? Sind wir hier richtig? Bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Nee, sind wir nicht. Wir müssen da drüben rauf, oder? Ja, klar, wir müssen da. Ja. Komme ich von da nicht gerade her? Waren wir schon richtig? Aua. Wir haben ja unseren Safe State und ich glaube, der war gar nicht so schlecht platziert. Tatsächlich. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo schon direkt drauf müssen. Kann das sein? Hier könnte sich Mario mal anhalten. So. Da ist ein Aufgang. Da rechts kann das sein, dass wir einfach hier den Pilz hoch müssen. Oder war der Weg schon richtig? Ich habe keine Ahnung mehr. Vielleicht war der Weg eh richtig. Ich weiß, dass die Folge schon ziemlich lange ist. Ist halt der einzige Aufgang in der Nähe. Oder müssen wir dann noch ganz nach außen? Nee, das sind alles Zugänge. Wir müssen in der Mitte raus. Vielleicht ist der da. Vielleicht war das hier der richtige. Ich probiere das jetzt nochmal.
vielleicht war das nämlich eh der Richtige. Kann ja sein, wer weiß. So, schnell weg. Das ist nämlich ganz, ganz viele von diesen Drecksviechern. So. Ich glaube nicht, dass der Weg gar nicht so falsch war. Ne, wir kommen da sogar rüber. Ich mache jetzt hier mal einen kurzen Safe State, einen neuen. Ja, ich weiß, mein Spiel besteht quasi nur noch aus Safe States. Das wird Damage. Man kommt hier quasi nicht mehr raus, wenn man hier einmal drin ist. Das ist ziemlich doof. Ah, das war sogar der richtige Weg. Oder zumindest war es ein richtiger Weg. Denn sobald ich das richtig sehe, befindet sich hier oben der Dreck weg, oder? Ja, es war richtig. Und ich bin nochmal runtergegangen. Ja. Ich glaube, damit habe ich meine Dummheit mal wieder ganz gut unter Beweis gestellt. Hier gibt es wieder eine blaue Münze. Wir speichern jetzt nicht. Wie komme ich jetzt darauf? Hä? Ich komme wirklich nicht so ohne darauf. Ich muss mir irgendwie einen höheren Platz suchen, um darüber zu springen. Hm. Aber von wo? Das aus? Ich denke ja nicht. Nee. Nee, 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 nee. Ich kann es von da drüben probieren. Auf das Schwammerl darauf zu kommen und dann. Nee, 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 nee. Das Spiel sagt doch nicht, du musst darauf, wenn das gar nicht geht. Ist ein Drehsprung nicht. Halt dich fest. Oh Gott, danke. So. Halleluja. Bist du der Bürgermeister? Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Ja, ist er. Oh Gott. Mann, das ist lange gedauert. So. Dann haben wir die Shine Sprite und die ersten drei Level der letzten Welt abgeschlossen. Ihr merkt also, die Schwierigkeit steigt etwas an. Natürlich sichern. So, und hier beenden wir die Folge auch. Lasst uns Daumen nach unten, wenn es euch gefallen hat. Aber nicht vergessen, schaut mein ganzes Social Media Kram vorbei und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.